Und dann geht es weiter mit Furl Out. Wir suchen geschwind noch diese zwei Punkte ab. Ihr wisst schon, diese versenkten Lieferungen. Ach, kriegen wir jetzt die ganze Zeit AP abgezogen, weil wir so fett sind, oder wie? Nee. Ach so, weil ich noch schnell am Schwimmen war, okay. Aha, okay. Ich war schnell schon. Oh, das ist da drin. What the fuck? Wie lange kann man hier unter Wasser bleiben? Schnell, sau ab! Oh Gott, war das knapp. Ach gut. Ich will schnell da hoch. Komm. Und dann gucken wir uns die Dinger mal an, die wir gerade gezogen haben. Ach, das ist die Ding, die Kate. Ich wollte gerade sagen, wer schwimmt denn da? Kleidung. Wir haben ja eben schon gesagt, dass die Sachen schon ganz cool sind. Rechtes Bein, linkes Bein. Aber wir haben halt über der Sachen hier drauf. Langsam im Kampf verbringen die Zeit, wenn du 20%... Das müssen wir unbedingt behalten, das ist so geil. Und das andere Bein? Plus 2 Glück. Jetzt ist halt wirklich, also linkes Bein, das ist halt wirklich abnormal. Aber das Jahr 200, das behalten wir schon mal. Das heißt, linkes Bein, baba. Dann haben wir noch rechter Arm und linker Arm. Wie war es hier nochmal? Arm rechts. Und der andere ist hier unten. Nee. Hier. Ah ja, haben wir schon ausgetauscht. Bin ich bescheuert? Ach, das ist Bein rechts, sorry. Rechtes Bein und rechter Arm. Wie gesagt, hier haben wir das drauf und auf dem rechten Bein haben wir das. Gut, ich hau das weg, auch wenn es ultra stark ist, aber ich finde die Sachen cooler oder besser. So. Eins haben wir noch da oben, das holen wir jetzt auch noch geschwind. Und dann sind wir, glaube ich, hier tatsächlich komplett fertig mit, also außer noch eben erkunden der einzelnen Orte. Aber ich denke, wir gehen erstmal zurück und machen da ein bisschen weiter, bevor wir hier nochmal hinkommen, um die Orte zu erkunden. Vor allem nehmen wir dann Nick Valentine mit, weil es für ihn dann noch eine Aufgabe gibt, so eine kleine Aufgabe. Wir können ihm hier was vorführen, dass er vielleicht irgendwie merkwürdig reagiert. Beziehungsweise, nee, diese Sache, die reagiert nur auf Synths. Na, so. Ultra verstrahlt. Am Stissel-Schissel. Ich denke, wir müssen gleich nochmal, ja, hier so ein Radex nehmen und uns noch ein Stinkpack reindrücken. Jetzt geht's aber los. Gleich sind wir die. Komm schon. Auf. Oh Gott. Oh, ich dachte kurz, es wäre irgendwie ein Hai oder sowas. Ah! Wie heißt das, wenn man Angst unter Wasser hat? Thalassophobia oder sowas? Ich hab einen Sauron zugefunden. Oh, wer macht... Was haben wir denn hier? Damit können wir sicherlich tauchen, ne? Ein Helm. Wir haben einen Helm. Und zwar... Hier, den Kampfrüstung. Aber da ist der Helm schon krasser, ne? 10, 10, 10, 10, 10. Ja gut, hab ich gesagt, ja, das war halt... Das war... Totenkopf-Halstuch. Ah, das sah cool aus, aber das können wir da nicht mehr tragen. Naja, scheiß der Hund, nein. Boah, ist schon wirklich brutal. Aber, wenn man es jetzt mit unserem Ding ins Vergleicht hier, was haben wir? Arcadias Schild, 39 und 44 plus 1 Beweglichkeit, Intelligenz und Ausdauer. Da schenkt das natürlich schon stark ab. Mir fällt jetzt ein, dass ich vielleicht nicht hätte alles direkt wegschmeißen sollen, einfach nur aus dem Grund, dass wir es ja noch verkaufen können. Aber, dumm gelaufen. Ah. Ja, Fallout. Ich hab's ja im letzten Völklein schon gesagt, dass ich es ewig nicht aufgenommen habe, weil ich so viel vorgearbeitet hatte. Aber es ist, glaube ich, trotzdem, es hat perfekt gereicht. Es ist nichts ausgefallen zwischendrin. Das ist schon mal sehr erfreulich. Und das soll natürlich auch so bleiben. Denn wir wollen hier auch rumkommen. Jetzt sind wir bei Folge 112, glaube ich, schon. Es geht halt schon ziemlich krass ab, ne? Ja, ja. Arcadia National Park. Hallo, Boi. Ich hab was für dich. Suchst du ein Schnäppchen? Ich suche nach einem Schnäppchen, ja. Sag mal, was du so hast. Oh, wow, der Helm, wie krass! Wie kacke wir aussehen damit. Nee. Brauchst du mehr Feuerkraft? Ja. Zeig mal, was du da hast. Und zwar habe ich für dich Folgendes. Einmal diesen Kampfrüstunghelm. Dann habe ich... Irgendwas war cool mit dieser Tauchersache, glaube ich. Was haben wir denn mit unserem Hemd? Nee.
Das muss ich. Ich geh's weg. Scheiß doch. Der Hund drauf. Da, 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 da. Ha! Bye, bye. So. Handel abbrechen. Warte, warte, warte. So. Jetzt möchte ich mir sofort diesen ultra coolen Helm anziehen. Und wie sehen wir. Oh, wow, fucking sick, dude. Oh, wie sieht denn der aus? Wie böse der guckt. Mhm. Somit wäre das auch erledigt. Okay. Ja, dann gehen wir zurück, oder? Gehen wir einfach mal zurück. Gehen wir nach Häme. Wir müssen noch nicht mal das verkackte Boot benutzen, sondern wir können einfach hier drauf drücken. Und dann sind wir eh bei den Mechanus. Mit, ach Gott, Handy. Mit dem Boot wäre das zwar das gleiche geworden, aber es hätte länger gedauert, weil, glaube ich, noch eine Animation kommt erstmal. Wie es losfährt. So, ich habe das Handy mal lautlos gemacht. Immer das Gebimmel da in der Aufnahme. Ey, super. So. Okay. Dann legen wir mal los. Legen wir gerade mal los. Hallo? Mama? Mama? Papa? Ich bin... Ich bin wieder da. Ich bin tot. Oh! Vater, was hast du... Oh. Oh mein Gott! Meiner Kleinen geht es gut. Willkommen zu Hause, Kasumi. Schön, wieder hier zu sein. Du hast meine Tochter gerettet. Danke. Ja, so sieht's nämlich aus. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, du hast unsere Familie wieder vereint. Kasumi, heißt das? Du weißt, dass wir deine Eltern sind, oder? Du bist kein Sünd. Ich weiß, Mama. Entschuldige. Ich war verwirrt. Ich wollte weg. Irgendwohin. Schon gut, Kasumi. Du bist jetzt zu Hause. Gut. Brauchst du einen Moment? Braucht ihr einen Moment? Nein, wir haben jetzt jede Menge Zeit zum Reden. Wir wollen dich nicht aufhalten. Heißt das nicht genau? Also ähnlich. Naja, gut. Pass gut auf sie auf, Kenji. Man weiß nie, wann einem die Familie genommen wird. Ich bin froh, dass du es verstehst. Die Welt da draußen ist schlimm. Ja, ist ja schlimm. Wir müssen noch über etwas sprechen. Deine Belohnung dafür, dass du meine Tochter heil zurückgebracht hast. Wir haben nicht viel zu bieten. Aber mein Vater hat das Commonwealth bereist. Er hat uns einiges hinterlassen. Ich habe alles beim Haus vergraben. Ich bin kein Entdecker wie er. Ich brauche die Sachen nicht. Du vielleicht schon. Schön. Was sind das für Sachen? Dinge, die er auf See gefunden hat. Oder in den Städten, die er besuchte. Ich habe sie mir nie richtig angesehen. Naja. Alles klar, danke schön. Danke, Kenji. Du hast es dir verdient. Du bist weit gereist, um Antworten zu finden. Danke nochmal. Du hast meine Familie gerettet. Das vergessen wir dir nie. Niemals. Kasumi ist zu Hause. Genau, und ich achte darauf, dass Kenji ihr Raum zum Atmen lässt. Aber was ist, wenn ich jetzt Folgendes mache, wenn ich abspeichere? Ihr merkt vielleicht schon, wohin das jetzt führt. Alter, man kann sie nicht umbringen. What the fuck? Weg! Man kann sie nicht töten. Ich würde gerne schauen, ob sie ein Zinz ist. Aber ich kann es nicht, weil man sie nicht umbringen kann. Schade. This is so sad. Ja gut, dann haben wir das ja schon mal easy abgehakt, ne? Wir können jetzt, ich habe es glaube ich schon aktiviert. Ich spreche mit Ellie, grab die Vorräte aus. Wir sprechen noch kurz mit Ellie. Wer ist denn jetzt Ellie? What the fuck? Was zum Fink ist hier los? Danke, Ellie? Für alles. Wir sind wieder eine Familie. Genau so sollte es sein. Wer ist denn Ellie? Wer ist denn Ellie? Wer ist denn jetzt Ellie? Ist es nicht sie? Wie hieß die? Vivian? Ach, keine Ahnung. Können wir gerade mal die Vorräte aus, die unter dieser Platte liegen. Na, was haben wir denn hier? Aha. Was? Oh, dude. Oh, dude. Oh, dude. Okay. Mhm. Oh, die! Halt die Goschen, du Blunz. Ah, Ellie ist woanders. Ellie ist... Ach, wir haben Nick da unten stehen. Ja. Ja, wir gehen da einfach mal hin. Die Musik, wie sie spielt, ultra laut. Gibt sowas von ID-Treffer. Das rege ich direkt. Heute Abend ist übrigens Livestream, also ich glaube für euch wieder nicht, dann kommt das kommt am Samstag.
Kein Lev. Ich weiß nicht. So ist es eigentlich immer nur bevor die Hallo, kann ich. Hier was macht denn ihr hier mit den Leuten? Ah, das ist der vorhin lag, gell? Immerhin ist es im Hallo. Nie Hallo. Einen Drink haben? Ja, ich will handeln. Ich schau mal, was du hast. Großartig. Also, du hast ja fast kein Geld. Ach, du Juckel. Kannst du nicht irgendwie ultra viel Geld haben oder so, du Bonk? What the fuck? Ha. Haben wir sowas schon? Keine Ahnung. Also diesen verkackten Arm können wir sowas von wegkloppen und die und den Scheiß hier. Warte kurz, rechts? Nein. Wir können noch mehr raushauen. Aber ich weiß nicht was. Die meisten Sachen brauchen wir dann doch irgendwie, ne? Da ist noch diese Wimkacke. Aha. Schrott. Nee, den haben wir ja. Nee, abbrechen. Annehmen will ich den. Verdammte Scheiße. Ja. Komm schon, du. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Dahin wird geschossen, Kate. Da wird ultra geschossen. Wer greift uns da? Wer greift uns hier jetzt an? Schlammkrabben. Schlammkacken. Oh, wie sie alle auf ihn schießen. Krass. Ich will nur schnell zum Ding. Gut, ich sehe schon, das ist Kacke. Wir gehen jetzt, ich hoffe, ich kann mich teleportieren, ich bin jetzt ja doch sehr nah an dieser Schießerei. Wir gehen nach Sanctuary, ich kann den Scheiß ablegen, wir gucken kurz nach diesem Sturmgewehr. Dafür ist ja echt viel Muni am Start, da könnten wir echt mal wieder ein paar Waffen umwechseln. Vielleicht dann sogar doch mal wieder den Fatman weglegen, obwohl wir ihn ja fast gar nicht benutzt haben, schade. Oder wir legen die Harpune weg, ja, wir legen lieber die Harpune weg, obwohl die auch krass ist. Ah, ich kann mich nicht entscheiden, das ist schwierig. Und ist Kate nicht auch noch voll? Kate ist auch noch voll, ich erinnere mich, Kate ist verschissen voll. So, Kate, komm her. Ich mach mir nicht viel, lass gut Leber. Behalt aber dein Hemd an. Achso, wisst ihr was? Wisst ihr, was dumm ist? Auf einmal hat sie wieder nichts dabei. Hat sie das Ding an? So, zieh das doch mal an. Manometer, du. Und sie hat ultra viele Munitionsgeschichten. Hat sie auch Schrot. 22. Dann nimm doch mal die Schrotflinte. Nimm mal die Schrotflinte, okay? Na also, es geht doch. Aber die verschießt sie wieder, dann ist es vorbei. Okay, also wir haben hier unten, wir müssen hier mal in den Ding rein. So. Halt, nee, wir haben doch ein extra so ein Fach gemacht. Genau. Da, wo wir unsere dicken Wummen reinmachen. Wir haben scheinbar unsere Plasmawaffe dabei. Ja, da ist sie. 57, 57, 250. So. 25% höhere Feuerrate und 15% schnelleres Nachladen, aber halt schon weak, die muss man dann natürlich bedazzeln. So, das Sturmgewehr hat 5,56er, das ist die Hyper Beast und das Sturmgewehr ist schon mal krasser als unser Hyper Beast, darum okay, darum machen wir es jetzt so, dass wir die hier Hyper Beast 2 nennen, die da. Aber wie ist 2... Naus? Achso, was ist es? Ach, wie war das? Minus, ne? 5, 5, 6er. Genau. Die andere haben wir gar nicht dabei gehabt. Okay. Und dann haben wir noch diese Plasmakanone. Kann man die jetzt irgendwie... Was haben die da vorne dran gefriemelt? Ja, geil, dass die so kacke ist, ne? Wenn da so eine Scheiße dran ist. Fügt erhöhten Brandschaden zu Überlebende mache ich. Ich glaube, das Ding werde ich, obwohl, es hat halt dann doch diese Feuerratengeschichte. Das behalten wir auf jeden Fall. Ja, das behalten wir auf jeden Fall. Vielleicht können wir noch was anderes verschisseln. Was, wie sieht es mit dem Jagdboy aus? Da haben wir schon das Maximum erreicht. Jagdboy geht nicht mehr höher. Dann gibt es die Plasmakeule, da können wir dann nur noch... Ah, wir haben diesen, wisst ihr was, wir haben diesen Scharfschützenlauf dran, deswegen macht das Ding so bullemäßig viel Schaden. Da können wir sogar noch auf 62 gehen. Das machen wir auf jeden Fall mal, 62 klingt gut. Ich raff das jetzt, das ist eine Automatikgeschichte, ich bin so bescheuert und blind. Das ist halt die Frage, was geht hier da... Vielleicht nehmen wir die doch mal mit und, Okay, wisst ihr was? Die ich eben aufgebaut habe, die gebe ich jetzt mal weg. Und zwar die Plasmakeule, die lege ich mal darüber. Dann werde ich die andere umbenennen, auch in Plasma und... hast du nicht gesehen? Irgendwas Cooles?
Plasma. Frizzle Shizzle. Ich habe halt die krassesten Namen am Start, ne? Big Dick Rick Kanonen Dick legen wir auch weg. Auch hier rein in den Koffer der guten Sachen. So, Harpune hier, die kommt weg. Dann haben wir die Gamma-Patrone, die ja ziemlich viel Damage macht. Und wir haben auch sehr viele Patronen dafür am Start. Zellengeschichten haben wir auch viel. Den Fatman würde ich ungern weglegen. Ich will den schon echt mal behalten, dass wir da auch was reinkloppen können. Atoms Willen, jetzt haben wir auch so viel Munition dafür. Ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Wir haben so viel Schotter dabei. So unglaublich viel Kram. Und die Musik ist so laut, aber ich habe das auf minus 10 gestellt, von daher sollte das eigentlich keinen ID-Treffer geben, vor allem wenn ich durchgehend labere. Okay. Das heißt, bei den Waffen sind wir jetzt schon durch? Haben wir da alles am Start? Ich habe doch so viel Schotter dabei. Ah, egal. Egal. 344, oh Gott, das geht doch nicht. Wir machen hier noch eine Bedazzelung vom Feinsten. Und zwar, Gott, haben wir viel Rüstung. Und zwar machen wir hier noch... Taschen sind schon dran. Schade. Jawohl. Hier können wir aufstufen. So, und zwar richtig crikey. Zusätzlich können wir hier auch schon noch eins. Ah, das vernietet ist das höchste. Okay. Gekocht. Da können wir noch auf umgürtet gehen. Und noch zusätzliche Taschen sind bereits am und resistent. Leute, es wird langsam mit unserer Rüstung hier. Okay, das ist schon auf volle Pulle. Der Poop Boy. Da kann man doch eh nichts mitmachen. Warum kriege ich es immer angezeigt? Was hat das jetzt gebracht? Nichts? Das hier bringt gar nichts, oder? Des Inquisitors. Dann sieht die halt einfach cool aus, nehme ich an. So, Ultraleichtbau mit tiefen Taschen. Sowas von mit tiefen Taschen. Ja, das nennen wir noch um in linker Arm. Links oder machen wir links Arm? Linker Arm. Ich habe Arm links, so. Ich weiß nicht, woran wir uns da gehalten haben. Ah, linkes Bein. Aha. Bein rechts. Arm links? Ah, scheiße. Wir machen Arm links. So. Und das hier kann man auch noch... Oh, da müssen wir halt echt nochmal nacharbeiten, dass wir hier drankommen. Was brauche ich dafür? Zumindest für die normalen Taschen. Rüstungsmeisterstufe 4 und für die ultratiefen Taschen auch noch... Schnorrer? Ach komm. Naja. Wow. Ich denke, da reichen die... Ich denke, da reichen die normalen Taschen schon aus. Für... Also, dass wir hier halt noch ein bisschen hochkommen. Krass, wir können nur 11 Kilo mitnehmen. Wir haben sicherlich einige Waffenmods dabei, die ich hier ablegen kann. Okay, wow, 1,5 Kilogramm macht das jetzt aus. Ah ja, dann haben wir hier unten noch bei Hilfe haben wir noch diese Captain Kackmischung und das verstrahlte Blut. Und des Weiteren haben wir noch reinen Pflanzensaft. Und es hört nicht auf, es bricht nicht ab. Leuchtender Pilz, was wiegt der? Ach gut, 1 Kilogramm, das alles, super. Plus 10 EP für 2 Stunden. Also für 2 Stunden im Spiel oder in echt? Ich meine, da muss ich ja auch dementsprechend lange dran sitzen, ne? Sonst geht das ja nicht weiter, ist klar. Ich leg mal ein Addictol ab. Ja. Weil ich glaube, es ist eher, es ist schon ein starkes Tool, wenn man damit seine Abhängigkeiten heilen kann. So. Wir haben eindeutig zu viele Waffen dabei, ich weiß. Viel zu viele Waffen. Aber mit unserer Schleichskillung ist das jetzt auch wieder eine coole Sache. Also eigentlich müssten wir irgendwas noch weglegen. Ich leg die Plasma-Verschüssel jetzt weg, auch wenn wir die jetzt eben neu gemacht haben, lege ich die weg, weil wir eh nicht genug Munition haben. Das ist ja so ein automatisches Teil oder Halbautomatik oder wie auch immer. Ich hab schon wieder vergessen, was soll ich machen? Plasma. So. Aber. Also. Wir haben. Also Atomsack will ich auf jeden Fall dabei haben. Damit können wir halt Munition sparen ohne Ende. Ich weiß nicht, ob wir den Fatman mitnehmen sollen, aber er ist gerade im Moment unsere einzige Riesenwumme, sonst haben wir nichts. Davor war die Harpune noch so ein bisschen mit da von der Partie. Eigentlich müssen wir uns hier zwischen noch entscheiden, denke ich. Wisst ihr was? Ich rüste die jetzt kurz aus und leg sie dann aber weg. Oh Gott, was ist denn das? Was ist denn das für eine Scheiße, Mann?
Wir hatten das so komisch zusammengebaut. Wir hatten da Kacke dran geschmiert. Leute, Leute. Schalli ist da auch noch drauf. Naja, warum nicht? Aufklärungsziel. Markiert Ziele, erhöht Vergrößerung. Ne. Kann mir nicht vorstellen, dass er mit dem Ding... Keine Camps. Die Gusch. Halt uns die Guschen. Halt uns doch gerade mal die Guschen. Kann man nicht vorstellen, dass wir mit dem Ding snipen würden. Ja, so. Aber jetzt lege ich es auch wieder weg. Das nehmen wir dann andermal mit. Dann haben wir auch wieder. Dann haben wir dafür ganz viel Munition und. Ja, wo stehen wir jetzt? 309, das geht doch, oder? Ja, das passt. So, Hardcore-Speicherung. Und jetzt würde ich doch, irgendwie habe ich doch Bock, direkt den Nick zu holen. Was ist denn da oben? Ah, das Nuka-Cola-Zentrum. Ich würde doch direkt gerne den Nick abholen und mit ihm zu dieser Maschine fahren. Das war so ein Raum, in dem man sich heilen konnte, glaube ich. Und der lässt halt nur Maschinen rein. Ein Raum, der nur Maschinen reinlässt. Ihr habt richtig gehört. Ein sprechendes Räumchen. Das ist ein Räumchen. Das ist wirklich ein Räumchen. So, hallihallo, hallöle. Hier ist es so schrecklich still. Monsieur Valentin. Der Ernte läuft es ziemlich gut. Und wir müssen hier unbedingt. Wir müssen hier unbedingt irgendwie so ein Ding hinmachen. Warum sind die alle da hinten? Geht doch davor. Guck mal, da ist strong. He's so strong. Oh, ah, mit dem müssen wir noch zu dem Hundekerl gehen. Hallo. Crocker hat den armen Earl also zerlegt. Aha. In solchen Momenten bin ich froh, dass ich nicht aus Fleisch und Blut bin. Da vorne ist noch ein Dorf, hey, den wir entdeckt haben. Unterwegs. Sollen wir wieder aufbrechen? Gehen wir. Gehen wir. Gut, gehen wir. Okay, Nicky. Pass da draußen auf dich auf. Keine Angst, Kate. Werde ich. Kate ist ja unsere Bettgeschichte. Die, wenn wir ja auch bei... Nee, wisst ihr was? Die machen wir nicht hierhin, sondern die machen wir. Und jetzt passt auf, damit ich sie leichter finde. Temperance Bluff ist, glaube ich, dieses ganz, ganz, ganz kleine Ding. Müssen wir uns halt merken, dass die in Temperance Bluff ist, die Kate. Kommst du mit, Nick? Nick? Hey. Gut, er kommt mit. Ja, das müssen wir uns merken. Ach ja, hier unten waren wir doch gar nicht so richtig, ne? Doch, hier waren wir schon eigentlich. Es ist noch dieser Bereich, der fehlt. Naja. Also, Fahrhaber, wir kommen. Knick und ich kommen nochmal rüber und pimmeln dich weg. Ah, vielleicht hat der ja zumindest eine vernünftige Waffe ausgerüstet, dass er so ein bisschen schießen kann. Das ist bei Kate ja so etwas krepelig, weil sie... Also, es ist generell krepelig. Es war früher, zumindest auf der Konsole war das nie so, dass ich den Leuten ständig Munition geben muss. Da war ja gerade dieser coole Trick, dass du ihnen eine Waffe gegeben hast und eine Kugel dafür. Eine Munition. Und damit haben sie ewig geschossen. Und auf einmal entleeren sie sich, also munitionstechnisch. Das geht doch nicht. Ja. Bin ich mal gespannt, was da unten jetzt abgeht mit Nick. Ist ja nochmal so eine kleine extra Runde, die wir drehen. Aber dann würde ich doch direkt wieder zurückgehen. Ich habe jetzt keine große Lust hier, die ganze Geschichte auszuräumen. Wobei, ich werde jetzt wahrscheinlich eh nicht, also nach der Aufnahmesession werde ich nicht weitermachen können. Das heißt, wenn ich dann in 2-3 Tagen wieder aufnehme, dann habe ich vielleicht doch Lust, hier alles zu machen. Aber jetzt erstmal nicht. So, Nick, komm mit. Ich hab da was für dich. Kniggy Nick. Ah, da müssen wir in den Fahrstuhl, genau, ich erinnere mich. Und dann kommen wir runter und da ist halt dann dieser Raum. Da ist dann so ein Sprechding vorne. Eine Sprechanlage. Und man labert halt mit dem... Ist denn der Gegner versteckelt? Hallo? Gebrochenes Schienbein. Sehr, sehr schön. Ist es nicht toll? Um was haben die gekämpft hier? Um wem? Ne, das nehme ich nicht mit. Nick, weißt du schon, wohin es geht? Der guckt durch die Wand. Der alte Wallhacker. Da drüben müsste es sein. Jetzt ist die Frage, ist der Fahrstuhl hier unten? Ist der Fahrstuhl das untere Questziel? Oder eher nicht? Ja, doch, das ist er. Sehr schön. Halt. Haben wir schon ausgeräumt? Okay. Ich weiß, in der roten Kiste war eben noch was drin, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nach oben. Nick, bist du da? Knick Valentin? Da bist du ja. Kann sich sogar unsichtbar machen. Erdgeschoss.
Sonic, du wirst es nicht für möglich halten. Dieser Raum will mit dir sprechen. Was hab ich jetzt gemacht? Nichts reingelegt. Sehr gut. Klebeband. Immer der Klebeband. Ach komm, die Sicherung aus. So, Nicky Boy. Komm her. Oh Gott. Nick. Hey. Ich höre dir aufmerksam zu. Hier drüben. Doch. Geh mal. Ach, muss ich das machen? Scan-Vorgang. Zugelassener Benutzer registriert. Synth-Prototyp. Medizinischer Bereich freigeschaltet. Wer bist du? Ich bin Kai 1.1, eine Computerintelligenz, die medizinische Einrichtungen steuert. Genauer gesagt, den Raum hinter dieser Tür. Sie entsprechen allen Spezifikationen für einen zugelassenen Benutzer. Ehrlich gesagt, sind diese sehr gering. Das muss Dimas Werk sein. Er hätte nie vermutet, dass jemals ein anderer Synth-Prototyp auf der Insel sein würde. Wir sollten alles mitnehmen, was nützlich ist. Und dann ja. haben wir nur Krimskrams. Achso, er kennt Dima ja noch gar... Also scheinbar kennt er ihn schon, aber er kennt Dima ja noch gar nicht. Dann nehmen wir alles mit. Scheint alles sehr nützlich zu sein. Oh, Dezemberkind. Ja. Das... Was ist das? Leichter und verwendet 55. Munition. Okay. Warum nicht? Hoppala. Gut, okay. Spüllappen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Spüllappen irgendwie wichtig wäre. Und der Nick, nimm es mit, nimm die Spüllappe mit. Dezemberkind. Ha. Ach, der bricht immer die Dinge ab, oder was? Okay, okay. Naja, komm Nick, wir gehen wieder. Das ist nicht so ganz das Wahre gewesen. Also würde ich sagen, ich dachte, da ist jetzt was voll Krasses drin. Naja. Nach oben, los geht's. Go, 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 go. Niki mit deinen gelben Augen, ich glaube, du hast keine so. Erdgeschoss. Kennt ihr Leute, die das sagen? Die das so sagen? Erdgeschoss. Ich würde schon gerne da rein. Alter, das ist sau eklig da drin. Nick. Du hast mich verstrahlt. Das ist total eklig. Auf und nach oben. Bleib schnell hier raus und kommt. Dann gehe ich halt noch zum Schluss der Folge. Das ist ja eh gleich durch. Gehe ich halt noch geschwind zum Diemsche. Und wir gucken mal, was Dima zu. Da brauche ich Skinny Penis. Was Dima zu Nick sagt, beziehungsweise was Nick zu Dima sagt. Dima, bist du's? Die kennen sie wahrscheinlich. Also ich meine, er hat ja Dimas Namen verwendet. Ich weiß aber nicht, ob das an sich so ein ja, schlecht durchdachtes Teil ist. Also. So ein Spielfehler halt, ne? Wir haben Dima kennengelernt, somit wissen auch die anderen Leute, dass wir Dima kennengelernt haben und sie kennen ihn dann auch automatisch. Ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen wie auch die Sache mit dem Kerl, der da halt zerstückelt wurde von dem Doktor in Buxtehude. Eigentlich voll bescheuert. Der ist verschwunden und liegt dann, also verrottet mehr oder weniger seit Tagen unten beim Doktor und keiner merkt, der andere Doktor merkt nicht, dass sein Kollege wiederum seit Tagen da unten ist und hin und ihr wisst, was ich meine, diese, vielleicht war das auch etwas zu viel verlangt. Aber wenn ich so eine Quest mache, dann würde ich die dann auch erst aktuell triggern und nicht so, der wird seit Wochen wird der vermisst oder so. Weil ich halt die Mission angenommen habe und dann erstmal 8 Jahre lang spazieren gegangen bin, sowas, das müsste dann anders enden, wisst ihr? Es gibt so Sachen bei Spielen, wo du halt dann einfach zu spät bist, da heißt dann, die Mission ist abgelaufen oder derjenige ist gestorben oder es ist aufgeflogen oder wie auch immer. Ja. Naja. Dima, komm, ich meine, Nick. Knick, guck mal. Hey, guck dir das an. Kannst du auf mich zählen? Guck dir das an. Oh yeah. Los. Könnt ihr mal sprechen? Los. Warte, dein Freund da. Ja. Ich möchte mit ihm reden. Ja. Ja, ich würde auch gerne ein paar Worte loswerden. Guckt ihr euch überhaupt angefangen an? Angefangen mit, wer zum Teufel bist du? Es gibt nur einen... Wie sie mich angucken? ...Gesicht und eigenem Willen. Und ich sehe ihn nur, wenn ich in den Spiegel schaue. Nick, das kann doch nicht sein. Erzähl mir doch nichts. Was willst du hier abziehen?
Ich habe dich noch nie im Leben gesehen. Bitte, wenn du mir eine Chance gibst. Oh Gott, er hat ihn wahrscheinlich erschaffen, also diesen Nick. Warum guckt ihr mich an? Ja, rede weiter. In Ordnung, Dima. Wir wissen es. Aber rede weiter. Es begann vor über 100 Jahren, als wir erschaffen wurden. Wir waren Prototypen, Nick. Die ersten, die eigenständig denken und urteilen konnten. Red weiter. In einem der Experimente ging es darum, wie unsere Gehirne Persönlichkeit verarbeiten. Ob wir individuelle Gefühle und Verhaltensmuster bewältigen können. Meine durfte ich anhand von Erfahrungen entwickeln. Aber in dich wollten sie eine gesamte Persönlichkeit übertragen. Es brauchte mehrere Anläufe, bevor die Prägung funktionierte. Du bist so oft aufgewacht und wusstest nicht, wer oder was du warst. Ich konnte das nicht länger zulassen. Wir waren die einzigen beiden Prototypen. Ich habe buchstäblich mich in dir erkannt. Du warst mein Bruder, Nick. Ich half dir bei der Flucht aus dem Institut. Wir gingen gemeinsam. Wenn ich dein Bruder wäre, wüsste ich es. Da irrst du dich. Das war vor mehr als einem Jahrhundert. In unseren Prototypengehirn ist nur begrenzter Speicherplatz vorhanden. Ah, ich hab genug gehört. Ich glaube, wir beide müssen uns darüber mal unterhalten. Aber vielleicht nicht jetzt. Also Nick, es macht schon echt Sinn. Deswegen hat er ja auch so viel Scheiße hier stehen, also so viele Rechner und Speicher. Ist es wirklich möglich, dass du dich an nichts davon erinnerst? Du meinst wegen der Sicherungsmaßnahmen des Instituts, den Schlägen, die ich abbekommen habe und meinem Alter? Oder glaubst du, diese da oben ist nicht so viel Platzbegründung? Ich weiß nicht. Ist ja nicht so, als hätten wir eine Bedienungsanleitung. Nick, ist er wirklich dein Bruder? Wenn das so ist, wäre mir das neu. Haben Sins überhaupt Familien? Sind wir verwandt? Nur weil wir aus der gleichen Baureihe stammen? Ich muss darüber nachdenken. Dann reden wir später. Wir reden später. Das ist ganz schön viel auf einmal. Nick, du musst mir nicht glauben. Ich bin einfach froh, dich wiederzusehen. Ich werde hier sein, wenn du bereit bist. Ja gut, schaut mich nicht die ganze Zeit an, ihr Gauler. Ach Gott, da bin ich mal direkt ein bisschen mean geworden bei dem Gespräch. Nee, aber sehr interessant. Also, das wusste ich nicht, das kannte ich nicht. Da sehe ich zum ersten Mal Nick und Dima scheinbar Brüder. Und es macht natürlich Sinn, dass, also mit dem Wissen, das wir haben, dass eben die Erinnerung abgelaufen ist. Ja, deswegen hat Dima ja auch so viele Speichermöglichkeiten sich da rangeschafft und sich verbunden und hin und her. Okay, gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und nächstes Mal geht's weiter. Ciao, ciao.